wirklich alles an. Jetzt Musik wieder leiser, ey. Eine moderne kleine Leinentasche mit einem Lippenstift, einem handgeschriebenen Zettel und einem Nylonhöschen mit einem großen aufgestickten Herz quer über der Vorderseite. Mir scheint, Nikos Geschmack muss sich schwer verändert haben, während ich weg war. Naja, das könnte mal ganz nützlich sein. Manchmal muss man einfach mal was ausprobieren. Der Zylinder ist heiß. Ich kann ihn nicht mit bloßen Händen anfassen. Okay. Das Schränkchen ist schon offen. Dann, fass doch damit mal an. Das Höschen, das ich in Nikos Handtasche gefunden habe, ist genau das Richtige, um es um den heißen Zylinder zu wickeln. Können wir das verstopfen? Au, Mann, ist das heiß! Ja, gut, da habe ich ja was, womit man das anpacken kann. Das Höschen ist nicht dick genug, um diese Hitze abzuhalten. Oh, schade. So, ja, mit dem Höschen bestechen finde ich gut. Ich habe hier dieses sehr exotische Höschen. Dann steck es auch schnell wieder weg, du perverse Sau. Ja, ich würde einfach mal ein Höschen. Es gibt einen besseren. Naja. Müssen wir einen Köder auslegen. Ein Höschen. Ach, schade. Ja, ich wollte jetzt nicht sagen, darf ich Ihnen mal mein Höschen zeigen. Da vermutet man doch eher was anderes an den Docks. Der soll sich erstmal beruhigen. Hi, ich tu dir nicht weh. Caramonte! Da, geh doch. Her? Aus Caramonte City? Caramonte! Caramonte! Okay, okay. Ich glaube kaum, dass ihn das interessiert. Bist du okay? Natürlich nicht. Binde mich augenblicklich los. Ja, warte mal. Ich hab noch die Fragen. Erstmal. Was? Mach mich sofort hier los. Was? Mach mich sofort. Ach, schade. Ja, gut, dann halt nicht. Dann mach ich das Seil los. Ich wollte erstmal anmalen, wie so ein Clown. Ich hab eine Frage. Das hier habe ich in deiner Handtasche gefunden. Oh. Das war ein Geschenk. Ich weiß. Ich habe die Karte gelesen. Weiß der Himmel, was André sich dabei gedacht hat. Das weiß sogar ich. Ist doch wohl offensichtlich. Oh, okay. Da hätte ich erstmal eine... Was halten Sie von diesem Höschen, General? Oh Mann, fabuloso. Es gehört Ihnen, wenn Sie mir alles verraten, was Sie über Karsak wissen. Karsak? Noch nie gehört. Oh Mann, ich dachte, wir hätten gerade einen Shortcut gefunden. Komme ich jetzt das Höschen? Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Sie haben mir gar nichts erzählt. Ach, verflixt. Hätten Sie vielleicht Interesse an diesem Höschen? Scheint etwa Ihre Größe zu sein. Ist das deine beste Anmache, Chico? Oh, Scheiße. Die habe ich zufällig gefunden. Steck es lieber weg, bevor du dich noch zu sehr aufregst. Ui, hat uns fast geschlagen. Hi, ich bin George Stobart. Wie denken Sie über dieses Höschen? Beeindruckend. Tragen Sie sowas? Nein, jemand hat sie meiner Freundin geschickt. Wie aufmerksam. Ja, das ist eine Frage, die man stellen muss. Dann hätte ich noch eine Frage. Was halten Sie von diesem Höschen, Duane? Oh, Himmel, heißes Teil, George. Haben Sie das für Ihr Mädel gekauft? Nein, ein Bekannter in Paris hat es für Sie gekauft. Oh, ihr seid ein Dreier? Oh! Warum schauen Sie mich so an, George? Vergessen Sie es. Außer ich werfe. Naja, also ich wüsste noch was ich zeigen könnte. Es gibt nichts, worüber ich im Moment mit ihm reden will. Ach Mann! Das würde ihn kaum interessieren. Was presse ich denn hier so? Das Höschen auspressen, finde ich eine gute Idee. Schade. Muss ich irgendwas waschen? Das Höschen waschen? Die Maschine ist kaputt. Das wird wie mit dem Buzzer sein in Teil 1. An irgendeiner Stelle wird das Höschen aber nochmal richtig zum Einsatz kommen. Hallo Jungs. Freut mich zu sehen, dass ihr immer noch die Unterhosen tragt. Scheiße. Die waren das schönste Weihnachtsgeschenk, das wir jemals bekommen haben, Pater. Meine ist zu eng. Tja, so müssen wir alle unser Päckchen tragen. Das hier ist George. Er möchte euch was fragen. Ich kann leider nicht bleiben. Viel Glück, George.
Gut, wenn ihr Höschen mögt, habe ich da eine Info. Was für eine Erleichterung. Ich fühle mich nie ganz wohl, wenn er in der Nähe ist. Ich auch nicht. Diese verdammten Hosen krabbeln mir immer den Hintern hoch. Also, was wollen Sie? Ich möchte gerne zum Schamanen. Sie können da nicht einfach reingehen und mit dem Schamanen reden. Warum nicht? Sie müssen sich an das Protokoll halten. Der Schamane verlangt Tribut. Tribut? Ihr meint sowas wie ein Geschenk? Stimmt, genau. Da habe ich doch was. Was schenkt man einem Mann, der schon alles hat? Mein Geschenk wird hier gar nicht aufgelistet. Wo ist denn das Höschen hin? Ja, ich kann ja das Höschen nicht geben. Was soll das denn? Das ist doch mein Trumpf. Ach so, ach, ich komme ja in mein Inventar. So. So, jetzt aber. Ich glaube nicht, dass die Indios dieses Geschenk annehmen würden. Ich glaube, wie sie eben über Höschen gesprochen haben, glaube ich doch. Dann lege ich da nun hinein einen... Ich lege das leuchtend rote Höschen in die leere Schachtel. Hier, ich habe noch ein paar Kekse für den Schamanen gefunden. Ich werde sie ihm bringen. So, also, jetzt bin ich aber mal gespannt. Das wird kein Schamane der Welt ablehnen. Der Schamane war ziemlich sauer wegen dieses Höschens. Oh, ich wollte sein Schamgefühl nicht verletzen. Haben sie auch nicht. Er war sauer, weil es nicht passt. Ah, ich wusste es auch. Ach Mann. Ja, das Wort Höschen ist möglicherweise oft gefallen. Denn tatsächlich schaffen die Baphomets Fluchspiele das immer, mir einen Gegenstand ins Inventar zu legen, den ich dann nicht mehr vergessen kann. Beim ersten Teil war das ein kleiner Elektroschocker, den ich dann bei jeder Person ausprobiert habe. In diesem Teil ist es ein erotisches Höschen, worauf man Leute ansprechen kann. Und natürlich spreche ich jeden darauf an. was ist jetzt, was es im nächsten Teil sein könnte? Vielleicht ein elektrisches Höschen, man weiß es noch nicht. Aber es gibt immer so einen Teil, wo man denkt, da würde ich aber doch jetzt gerne wissen, was die Person dazu zu sagen hätte. Ja, es hat uns auch hier und da schon mal weitergebracht. Zu so einem alten Schamanen sind wir damit. Oder den konnten wir damit erquicken. Nee, der Schamane hat das nicht, dem hat das nicht gepasst. Deshalb haben wir es, glaube ich, noch. So, warte mal. Ja, Typ sitzt am Straßenrand, was denkst du über das Höschen? Ja, so ungefähr. Also das Wort Höschen fällt recht oft. So, dann hätte ich noch mal eine andere Frage. Das will er bestimmt nicht haben. Bis später mal, Bronson. Ja, das Höschen. Wahrscheinlich muss das mal wieder was regeln. Das wüssten Sie bestimmt nicht zu schätzen. Och, Mann! Höschen? Nee, macht er nicht. Lass ein Höschen dranhängen? Ich komme nicht ran. Wir könnten das Höschen hissen. Vielleicht in meinen besten Schulzeiten, aber heute nicht mehr. Na gut. Ach so, kann ich da... Ach so, während noch der da noch... Ach, schade. Ach, das muss aber doch gehen. Ey, das Höschen will sie bestimmt nicht haben. Ja, vielleicht viel später. Das interessiert sie. Nee. Hier vorne lag auch noch was. Ah ja, so. Die gute alte Unterhose. Zwar kein exotisches Höschen, aber das nehmen wir auch. Vielleicht kann George damit was anfangen. Ja, George ganz bestimmt. Also ich hätte da Verwendung für. Ich dachte schon, das wäre hier jetzt eine Mission ohne Schlippi. Er ist zu heiß zum Anfang. Seine Unterhosen in andere Leute Trinkwasser zu waschen, ist schon in gewisser Weise unverschämt. Ja, hier ist doch keiner mehr. Ich überlege mir kurz, die Unterwäsche zu waschen, aber ich habe gerade keine Megaperls im Gepäck. Nein, du sollst sie doch nur nass machen und dann das damit anfassen. Das ist es nicht. Ja, das, ich hab's gedacht, dass das nicht ist. Das will man dann auch Leuten nicht zeigen. Oh, jetzt ist er ja gefesselt. So, dann habe ich doch schon mal was. Halt still, George. Ich möchte dich ungern aus Versehen opfern.
Hey, ich habe eine Schere benutzt. Was ist das denn?